Timo Scheider ist DTM-Champion 2009. Er musste beim letzten Rennen der Saison in Hockenheim zwar Gary Paffett den Rennsieg überlassen, doch das Punktepolster Scheiders war groß genug, um die Titelverteidigung mit Platz 2 perfekt zu machen. Vor 155.000 Zuschauern startete Scheider von Position 3, einen Startplatz hinter Paffett, mit der Gewissheit, dass ein fünfter Platz reicht, selbst wenn Paffett gewinnt. Die ersten Runden verliefen turbulent. Paffett schob sich gleich an Ekström vorbei, der sich wenig später an Paffetts Heck den Kühler beschädigte und schon nach 5 Runden das Rennen beenden musste. Ralf Schumacher hatte Pech, sein Auto wurde bereits in der ersten Runde so beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Er beendet seine zweite DTM-Saison mit 9 Punkten. Aber im Start waren sich einige nicht einig und haben dann sehr früh gebremst. Dann gab es ein Gerusel, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und da habe ich mir einfach die Front so beschädigt, dass mir die Motorhaube fliegen gegangen und habe sicherlich den Sicherheitsschalter mit abgerissen. Und da hatte ich keine Elektrik mehr. Tom Christensen blieb im letzten DTM-Rennen seiner Karriere nicht von Zwischenfällen verschont. Nach der anfänglichen Rempelei war er nur noch 19. und beendete das Rennen auf Platz 15. Das war das letzte Rennen, das habe ich genossen. Auto war perfekt vorbereitet und ich habe so schnell gefahren, wie es möglich war. Und das war natürlich spannend, aber am Anfang war es dann ein bisschen schwierig, nachdem ich umgedreht war. Christensen lieferte sich bei seiner Aufholjagd heiße Duelle mit Susie Stoddart, an deren Ende die Schotte nicht mehr mithalten konnte und heftig abflog. Stoddart blieb unverletzt und es folgte eine 3 Runden lange Safety-Car-Phase. An der Spitze hatte sich nichts geändert. Beim Restart führte Paffett vor Scheider, die Rester und dem sehr stark fahrenden Alexandre Primat. Für Scheider und Audi ging es nun nur noch darum, ohne Zwischenfälle ins Ziel zu kommen. Im Ende war es doch auch wieder Timo, der es in die Hand selbst genommen hat heute und mit einem sehr konzentrierten und schnellen Rennen, mit guter Performance und sich aus allem Ärger raushalten, die Meisterschaft geholt hat. Scheider gelang damit die erste Titelverteidigung seit Bernd Schneider 2001. Es war ein geiles Jahr mit Höhen und Tiefen. Von Saisonstart, der sehr schwierig war, bis hin zu einer Disqualifikation. Aber dann wieder genau das Schwierige zu schaffen, zurückzukommen auf die Siegestraße. Das habe ich Audi zu verdanken, meinen Äbten zu verdanken, die mir das gegeben haben, um die Performance wieder zu zeigen, die wir gewohnt waren von unserem Team und von mir. Gary Paffett war in dieser Saison zwar mit 4 Siegen der erfolgreichste Fahrer, doch ihm fehlte die Konstanz und damit die nötigen Punkte für den Titel. Schwer zu sagen, wo wir die Meisterschaft verloren haben. Wir haben 4-mal gewonnen und einige gute Leistungen gezeigt. Es gab ein paar Rennen, wo wir einfach nicht so gut waren, zum Beispiel am Nürburgring und in Barcelona. Auch Norbert Haug gratulierte am Ende fair dem neuen und alten Champion. Glückwunsch Timo Scheider, der von Herzen kommt, und an Audi, an Abt, dann die ganze Truppe. War der Gary doch derjenige, der der Saison auch einen sehr wesentlichen Stempel aufgedrückt hat. Er hat mehr Punkte, Gary hat doppelt so viele Siege. Hier der Blick auf den Zieleinlauf des letzten Rennens der DTM-Saison 2009 in Hockenheim. Mit Paffett gewinnt zum 6. Mal in dieser Saison Mercedes ein DTM-Rennen. Scheider reicht Platz 2. Alexandre Primat kommt von Startplatz 12 auf Platz 4 nach vorne. Bruno Spengler von 15 auf 7. Koschka, Backerüth und Seidlitz mit Bestleistungen. Christensen wird 15. Der Jubel nach einer langen Saison bei Timo Scheider über den Gesamtsieg. Audi holt nach 2007 und 2008 den 3. Titel in Folge. Paffett auf 2, die Rester und Spengler verdrängen Ekström auf Platz 5. Die DTM-Saison 2009 war bis zuletzt spannend. Wir freuen uns auf die nächste Saison.